In diesem zweiten Teil der Erklärung des Blauen Weges will ich darauf eingehen, ja näher darauf eingehen, wie man mental seine Probleme lösen kann. Wieso das möglich ist. Bis ich begriffen hatte, dass der Ausgangspunkt nichts ist, die wirkende Kraft, ganz wichtig, und dass der Endpunkt, also alles, das gesamte Universum, letztlich auch nichts ist, aber dass da drinne ganz viel Spannung stattfindet und wie diese Spannung sich aufbaut, das war jahrelange Forschung. Grundsätzlich baut sich diese Spannung aus dem Nichts auf und dann kommt sie in die Realität, in das messbare Dasein. Wir haben immer den Ursprung, was andere Gott nennen oder Singularität, was durch alles immer da ist, aber nicht gemessen werden kann, entfaltet sie sich in das, was wir messen können, was wir sehen können, was wir anfassen können. Und zwar am Anfang in eine erste Polarität. Die erste Polarität muss ganz wichtig begriffen werden, weil die sich in allen Daseinsformen wiederfindet. Was heißt Polarität? Wir haben einen Pluspol und einen Minuspol. Das würde die Physik jetzt sagen. Ja, wir haben ein Plus und ein Minus. Das kennt man aus dem elektrischen Strom. Ja, Plus und Minus. Die erste Polarität ist eine Ausdehnung und dazwischen eine Spannung. In Plus und Minus. Diesen Plus- und Minuspolen kann man noch andere Begriffe geben. In der ägyptischen Mythologie war das die Sonne und die Nacht oder der Tag und die Nacht. Denen hat man Gottesnamen gegeben. Später in der christlichen Religion oder Mythologie war es Gott und der Teufel, ja, Himmel und Hölle. In den Wissenschaften nennt man das, diese Polarität, diese Anfangspolarität, je nach Wissenschaft unterschiedlich. Ich benenne das nach meinem Begriffsvermögen, nach dem, was ich aussagen will. Und die Aussage in meinem blauen Weg, in der blauen Schule, ist, ich möchte nicht mehr leiden. Ich möchte meine Probleme mental lösen können. Und deshalb ist für mich diese erste Teilung in Pole nicht allein Plus und Minus, jawohl auch, aber in innen dunkel und außen hell. Innen und außen. Auch das ist, wenn ihr mal darüber nachdenkt, überall auf der Welt zu finden. Nicht ein einziges Teilchen vom Teilchen, ist ohne innen und außen. Ein Atom hat den Atomkern und die Atomhülle. Und innerhalb dieses Atomkerns finden wieder viele kleine Teilchen statt, die alle ein Innen und ein Außen haben. Das ganze Universum besteht aus Innen und Außen. Und jetzt sind wir wieder bei der Paradoxität. Was ist denn das? Ja, da will ich ja gar nicht hinkommen. Also der Mensch zum Beispiel hat ein Innen, ein inneres Wirken, ja, sonst könnten wir nicht leben, und ein äußeres Wirken. Oder selbst wenn wir nur den Organismus nehmen, ne, haben wir innere Organe und dann unsere Haut als äußeres Organ. Nehmen wir eine Vase, die hat ein Innen und ein Außen. Ein Apfel hat ein Innen und ein Außen. Eine Batterie hat ein Innen und ein Außen. Ein Computer hat ein Innen und ein Außen. Können wir in alle Bereiche hineinbringen. Alles hat ein Innen und ein Außen. Und das ist begründet auf dieser ersten Polarität. Innen und Außen. Das ist ganz wichtig, sonst können wir mental ja nicht arbeiten. Wir haben ein Innen, ein Denken und Fühlen und einen Organismus, der vor sich hin arbeitet, offensichtlich ganz in Ordnung manchmal. Und wir haben ein Außen, das sichtbar ist, das anfassbar ist. Diese erste Urteilung differenziert sich weiter. In den Mythologien bedeutet das, es entstehen neue Götter. Aber immer Männchen und Weibchen.
Ja, zumindest in den alten Mythologien, bei den Ägyptern und bei den Griechen auch noch und bei den Römern auch noch. Ja, da gibt es diese Götterbäume. In der christlichen Mythologie gibt es das kaum noch. Da haben wir nur Gott und da haben wir nur die Hölle. Stimmt nicht ganz. Gott ist auch wieder in diese Trivialität geteilt. Da haben wir den Gott als Höchstes, als wirkende Kraft. Auf der einen Seite ist Jesus, auf der anderen Seite ist der Heilige Geist. Also auch wieder diese Trinität. In alten Göttergeschichten, in uralten Göttergeschichten gab es das Matriarchat. Und diese große Göttin war auch nicht einfach nur eine große Göttin, sondern sie teilte sich auch in drei Teile. In die Jungfrau, in die Erhaltende, in die Mutter, in die große Kraft und dann in die zerfallende Kraft. Und das ist immer noch das, wo ich sage, alles geht hoch und alles zerfällt. Ja, die alte Kraft war der Tod, war der Zerfall. Und die junge Kraft war die, die ins Leben hineinführt. Und dann haben wir eine Zeit, wo das Leben so stattfindet, genau wie beim Menschen auch. Wir sind erst ein Keim, aus dem sich alles differenziert, dann werden wir erwachsen, erblühen sozusagen und dann verfallen wir wieder in chaotische Zustände, bis wir wieder eingehen in die Erde und unseren Geist vielleicht irgendwo anders hin. Innen und ein Außen. Es gibt innerlich wirkende Kräfte und äußerlich wirkende Kräfte. Die sind entstanden aus einer Grundpolarität oder auch Dualität, in der immer eine Spannung stattfindet. Es ist immer gespannt zwischen Minus und Plus. Daraus schöpfen wir diese Energie. Ob das der Strom ist, womit wir unsere Lampe betreiben, oder ob es unser Leben ist, dass wir uns bewegen können. Ja, wir schöpfen aus dieser inneren Spannung immer Energie zum Wirken. Zum Handeln in dieser Welt. Eines Tages auf meinem Weg wurde mir klar, meine Gedanken sind auch Energien. Inzwischen weiß ich, dass im Kopf, im Gehirn natürlich eine Menge Energie stattfindet. Da wuselt es nur so von Energie. Von einer Gehirnzelle zur anderen springen da die Funken und die chemischen Bestandteile hin und her, ja, und erschaffen Gedanken. Auch bewusste Gedanken, aber nicht nur. Die schaffen viel, viel unbewusste Gedanken. Aus der körperlichen Aktivität entstehen Gedanken und aus den Gedanken entsteht körperliche Aktivität. Das war mir dann irgendwann mal klar. Dass das dann auch was mit meinen Gefühlen zu tun hat, kam auch später dazu. Also, dass alles irgendwie eine Einheit ist, habe ich schon irgendwie relativ schnell begriffen. Aber wie die Ordnung da drin aussieht, wie das genau funktioniert, das dauerte wieder länger. Thank you.
Väter haben das Universum Universum genannt. Universum. Uni heißt eins, Versum heißt Vers, ein Rhythmus. Ja, ein Vers ist ein Rhythmus. Also unser gesamtes Universum, so dachten sich damals unsere Ur-Ur-Urväter, ist ein einziger Rhythmus. Das wissen auch die heutigen Physiker. Ja, sie wissen, dass das Universum sich ausdehnt, von einer Singularität angefangen, sie dehnt sich aus. Es ist also ein Rhythmus des Ausdehnens. Und dann gibt es Berechnungen, weil man das ja noch nicht erlebt hat, die sagen, ja, irgendwann zieht es sich wieder zusammen. Es gibt andere Wissenschaftler, die sagen, ja, irgendwann zerfällt es. Eigentlich zerfällt es ja auch, man kriegt das ja mit, will ich jetzt nicht näher darauf eingehen. Aber das ist noch lange hin. Darüber müssen wir uns noch keine Gedanken machen, was mit dem Universum passiert. Wissen sollte man nur, ich bleibe bei dem Begriff Universum ein Rhythmus. Das ist ein großer Rhythmus, diese Ausdehnung, ja, in die gegensätzlichen Pole. Diese gegensätzlichen Pole gibt es in jedem einzelnen Teil, in jedem einzelnen Element, in jeder einzelnen Sache, wenn man so will, in jedem einzelnen Stoffteil in dieser Welt. Alles zusammen, also vieles zusammengenommen, ergibt dann eine größere Stofflichkeit, damit beschäftigt sich dann die Chemie, ja, die Physik auch ein bisschen. Und dann gibt es noch größere Stofflichkeiten, wie zum Beispiel so ein Lebewesen, ein Mensch, eine Pflanze oder ein Tier oder sowas. Damit beschäftigen sich die Biologen. Wie das alles funktioniert, ist ja auch sehr spannend, ist auch für mich sehr spannend. Spannender aber war noch, dass in meinem Kopf Energie ist. Ich kann denken. Und das sind nicht einfach nur Gedanken, die da kommen und kommen irgendwie, sondern ich kann darauf bewusst Einfluss nehmen. Ich kann meine Gedanken bewusst kontrollieren. Das ist jetzt etwas, was eine Aufgabe ist, wo ich gesagt habe, schon in den vorangegangenen Videos, ihr müsst euch mit euch selbst beschäftigen. Ihr müsst herausfinden, was ihr so denkt. Ihr müsst herausfinden, wie und was ihr fühlt. Ihr müsst herausfinden, wer ihr überhaupt seid. Welche Probleme ihr in der Welt habt, das müsst ihr genau definieren können. Ansonsten könnt ihr den blauen Weg nicht gehen. Der ist sonst irrsinnig. Der bringt euch gar nichts, wenn ihr nichts über euch wisst. Ihn einfach anwenden, wenn ich sage, so und so funktioniert er und macht das mal, na, dann entsteht in eurer Welt etwas, was ihr so vielleicht gar nicht wollt. Weil, das ist dann genauso wie der Zauberlehrling, der die Besen in Schwung brachte, die Wasser holen sollten und dann überschwemmte das ganze Haus. Und dann musste der Meister kommen und das wieder in die Richtigkeit bringen. Ja? Deshalb ist die Theorie der blauen Schule auch eine Lehre. Und deshalb baue ich das jetzt so auf wie eine Lehrveranstaltung. Erste Stunde, zweite Stunde, dritte Stunde, vier Stunde. So habe ich das bisher auch noch nie gemacht und kann sein, dass es noch nicht ganz hundertprozentig so funktioniert. Also es ist meine erste Darstellung der Lehre. Ja, wie kann ich es jemandem beibringen, von Klasse 1 bis Klasse sonst wohin, dass er den blauen Weg versteht, dass er die blaue Schule versteht? Das ist noch ganz am Anfang. Deshalb mache ich das hier einfach mal so und hoffe auf eure Kommentare, dass ihr sagt, so ein Blödsinn wollen wir nicht weiter hören. Naja, dann schaltet ihr ab, das sehe ich dann auch an der Klickzahl. Ne? Oder ich bekomme einen Kommentar, wo ihr Fragen stellt aus eurem Lebensbereich und wo ich darauf auch eventuell eingehen kann. Komme ich jetzt zu einer näheren Darstellung des blauen Weges. Also ich habe festgestellt, ich denke. Und da wurde mir klar, dass die ganze Zeit, als ich dieses positive Denken bewusst angewandt habe, und das war meine erste Lektion als Zauberlehrling, dass ich damit was erreiche. Ich habe positiv gedacht und positiv, über Jahre positiv gedacht und natürlich geschrieben, viel aufgeschrieben. Laut sprechen und schreiben ist aktives Denken, also damit bewirkt man viel mehr, als wenn man nur so ein bisschen denkt. Da komme ich später noch drauf. Also ich habe viel laut gesprochen und noch viel mehr geschrieben, positiv, positiv, positiv. Mein Leben wurde eine Abfolge von so viel Positiven. Ja, ihr wisst schon, bis es abwärts ging, bis alles zerbrach im Chaos. So ist das Leben. Dann hatte ich aber schon Übung im Kopf. Bewusste Gedanken hintereinander zu denken. Das machen zum Beispiel ganz viele Yogis, also ganz viele, alle. Alle Yogis machen bewusste Gedankenarbeit. Sie denken immer zu zum Beispiel Buddha. Sie stellen sich Buddha vor,
sprechen buddhistische Formeln, kennen wir aus allen Religionen, wo dann der Rosenkranz vielleicht gebetet wird, immer wieder das Gleiche, weil man sich davon erhofft, dass das Leben dann besser wird. Ja? Beten, beten, beten ohne Ende. Klappt dann vielleicht auch oder klappt vielleicht auch nicht. Gucken wir uns im Leben an, hat es geklappt? Eher nicht so. Dann eines Tages wurde mir klar, so funktioniert es nicht, damit ich mein Ziel erreiche, nicht mehr zu leiden. Der positive Endzustand sollte bei mir dann nicht mehr sein, ich will viel Geld haben, damit ich glücklich ewig leben kann, weil das wusste ich, damit kann ich nicht glücklich ewig leben. Niemand auf der ganzen Welt ist glücklich ewig mit viel Geld. Die wollen immer noch reicher werden und krank werden sie auch und alt werden sie auch. Also mit viel Geld kann man nicht glücklich leben, aber mit genügend Geld. Was immer für jeden Einzelnen genügend ist, ist dann wieder eine ganz andere Definitionssache. Ich habe mein genügend Geld fürs Leben gefunden. Mein Leben geht so. Ja? Noch immer lebe ich, noch immer wuseln Gedanken von unten heraus, dazu komme ich später auch noch, die mich dazu verleiten, doch noch ein bisschen mehr zu kaufen, doch noch ein bisschen mehr haben zu wollen. Ne? Und dann merke ich, aha, da kommen wieder Probleme auf, dann muss ich diese Probleme lösen, aber ich renne nicht mehr im Hamsterrad, sondern ich löse sie mental. Wenn ich ein Problem habe da draußen, so spiegelt sich das zunächst erst einmal in meinem Gehirn wieder und in meinem Herzen. Also diese Verbindung ist immer eine Einheit. Manche sagen Seele dazu, Psyche oder sonst irgendwas, kann man machen. Also Seele ist jetzt nicht so mein Wort, aber die Psyche des Menschen, sowohl Gefühle als auch Gedanken, ja, damit kann ich leben, ne, mit diesen Worten. Meine Gedanken können meine Gefühle bestimmen und meine Gefühle können meine Gedanken bestimmen. Auf unbewusste Art und Weise funktioniert das sowieso den ganzen Tag. Ja? Kriegen wir gar nicht so mit, darüber denken wir nicht nach, wir haben so viel da draußen zu tun, wir können nicht ständig über uns nachdenken. Normalerweise. Ich sage, ihr müsst. Auf dem blauen Weg könnt ihr nur gehen, wenn ihr da drinnen Bescheid wisst, ja? Wie das da funktioniert. Unsere Physiker, die das Universum ergründen, nennen das Universum auch eher nicht mehr so sehr Universum, sondern Kosmos. Was bedeutet Kosmos? Ordnung. In diesem Gesamtuniversum soll es eine Ordnung geben, sagen die Physiker. Denn sie haben schon viele einzelne Ordnungen gefunden, die sie berechnen konnten, die sie messen konnten, die sie darstellen konnten, die so großartig sind in ihrer Erkenntnis, dass wir als Laie, die damit nicht so viel zu tun haben, immer nur staunen können. Ja, da können sie zum Mond fliegen und da können sie Raketen abschießen, da können sie mit Fernrohren in die weiten, weiten Fernen gucken und finden dieses und jenes und können das berechnen und darstellen und sagen, jetzt haben wir wieder was gefunden und wieder was. Und wir, die wir keine Ahnung vom Kosmos haben, sagen, oh. Ja? So ist das in jeder Wissenschaft. Jede Wissenschaft findet immer wieder neue, fantastische Entdeckungen, aber die wenigsten beschäftigen sich mit den fast fantastischen Dingen, die da in uns passieren und die wir durch uns bewirken können, wenn wir das Denken bewusst anwenden. Denken ist eine spannungsvolle Angelegenheit. Ganz einfach gesagt, wenn ich eine Frage habe, und auf Fragen basiert nun mal der Journalismus, deshalb kann ich das relativ gut, wenn ich eine Frage habe, so ziehen sich da bestimmte Zellen elektrisch, elektrochemisch in meinem Gehirn zusammen. Und wenn dann die Antwort kommt, dehnt es sich aus. So funktioniert Frage und Antwort in uns. Spannung nach innen, zusammenziehen, Spannung nach außen, ausdehnen. Das Gehirn pulsiert Tag und Nacht. Ständig lösen wir irgendwelche Probleme, die wir dann im Alltag dann auch anwenden. Also im Journalismus war das so, später konnte ich das relativ gut. Ich habe mich abends ins Bett gelegt, am Tag über hatte ich was recherchiert. Darüber sollte ich einen Text schreiben und dann habe ich mich abends ins Bett gelegt und habe gesagt, so, morgen früh kann ich den Text schreiben und in meinem Kopf passierten die Dinge dann und nächsten Morgen konnte ich fantastische Texte schreiben. Ich musste nur so schnell schreiben, wie mein Kopf gearbeitet hat. Später konnte ich das auch, wenn ich am Tag irgendwas recherchiert habe, es sofort niederlegen. Also
Meine Kollegen waren nicht immer ganz glücklich, wenn ich denn so nach 10 Minuten mit einem großen Beitrag fertig war. Die hat ja gar nicht gearbeitet. Mein Kopf hat gearbeitet. Den konnte ich gut bedienen, schon damals, ohne zu wissen, wie das funktionierte und warum das so funktionierte. Ich wandte es einfach nur an. Beim blauen Denken muss man wissen, was funktioniert und wie es funktioniert. Man muss eine Frage haben, man muss ein Problem haben und man muss definieren, was ist die Lösung, was könnte die Antwort sein. Ich muss wissen, ganz genau darstellen, was ist mein Problem, ganz genau darstellen, begrifflich formulieren, was könnte die Lösung sein oder was soll die Lösung sein. Und dann muss ich den blauen Weg gehen. Und zwar von der anfänglichen Anspannung zur Lösung Entspannung. Warum passiert das, wenn ich denke, dann in meiner Umwelt? Das ist jetzt das, was nicht ganz neu ist und doch neu ist, weil es so, wie ich es formuliere, so genau so noch nicht formuliert worden ist. Viele, viele Wissenschaftler seit Tausenden von Jahren haben sich mit diesem Phänomen schon auseinandergesetzt, denn es gibt viele, 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 viele Menschen, die darüber schon mal nachdachten, dass das irgendwie miteinander korrespondiert, dass innen und außen irgendwie sich widerspiegelt, dass das da draußen vielleicht nur eine Illusionswelt ist. Ja, und dann kann man sie doch anfassen. Ne? Also Illusion ist es ja dann doch nicht. Was ich sage ist, die Spannungen, die vielfältigen Spannungen in mir, spiegeln sich in vielfältiger Spannung um mich herum ab. Und zwar in folgender Wirkung. Um mich herum, und das messe ich ja auch mit meinen Aura-Messgeräten, ne? Um mich herum ist die Spannung erst einmal sehr diffus, ja? Aber konkret wirksam. Dann gibt es weitere Kreise und weitere Spannungskreise, ja, immer in Spannung, und als Kreis kann man das auch nicht so sehr sehen, sondern mehr so als mentales Spannungsgebilde, bis hin zu alles. Bis hin zur Menge aller Mengen. Aber die ist weit weg. Also ich kann jetzt nicht mit positivem oder mit blauem Denken, mit paradoxem Denken, darauf Einfluss nehmen, dass Stern XY da oben sich irgendwie anders verhält. Unbewusst passiert das schon. Ja? All unser Wirken ist ja innen und außen und alles ist miteinander eng verbunden. Ein Kontinuum, sagt die Physik. Und die Physik sagt auch, innerhalb dieses Kontinuums ist alles ausgewogen. Materie ist gefrorene Energie und dann gibt es freie Energie und ähnliches. Ja? Nur, dass die Physik nicht so sehr diesen philosophischen Begriff benutzt, in ihren Messungen, weil sie das nicht können, innen und außen. Sie wissen zwar von innen und alles, was sie dann mit ihren Mikroskopen und was sie alles schon erfunden haben, dann hineinmessen, ist nur ein Teil des Außen, was sie sehen. Das Innen können sie nicht sehen und nicht messen. Ja? Immer nur die Wirkungsweise. Das ist ja das Fatale für die Physik. Oder nehmen wir die, die hinausschauen ins Universum und feststellen, da sind ganz viele Sterne, da sind ganz, ganz viele Galaxien. Ja, so wie die Milchstraße, in der unser Sonnensystem ja integriert ist, eine Galaxie ist. Und das können sie sehen mit ihren Teleskopen und mit ihren Messradaren und sonst irgendwas. Das können sie sehen und anfassen. Aber dann gibt es dort verdammt nochmal die schwarze Energie und die schwarze Materie und die schwarzen Löcher. Wenn auch einige Wissenschaftler heute der Ansicht sind, sie können schon einiges über schwarze Löcher wissen und erfahren, ja, weil sie da bestimmte Dinge berechnen und gucken und dies und jenes, wissen sie trotzdem nicht, was drin ist in dem schwarzen Loch und wieso es dazu kommt, dass es ein schwarzes Loch ist. Es ist da, offensichtlich, man misst ja ringsherum einige Sachen, aber was ist denn da drinnen? Diesem Problem des Innen kommen Messgeräte nicht auf die Spur. Sie sehen immer nur das Außen. Sie sehen ein Atom, sie sehen ein Molekül, aber wieso und warum es innerlich wirkt, wissen sie nicht. Sie versuchen es zu erforschen, sie wissen es nicht. Sie wissen auch nicht, warum das Universum sich ausdehnt. Und jetzt komme ich wieder zum Menschen. Auch wenn sie noch so viel forschen und noch so viel künstliche Intelligenz erschaffen, sie wissen nicht, warum
der Mensch denkt. Wie das genau funktioniert, wissen Sie nicht. Sie können der künstlichen Intelligenz viele mathematische Formen geben, dass sie ganz, ganz schnell rechnen können. Aber ganz, ganz schnell rechnen können hat nur ganz wenig mit Intelligenz zu tun. Sie können der künstlichen Intelligenz Gliedmaße geben, dass die ganz schnell laufen und springen können. Das können die schon. Ja? Sie können ihnen Waffen geben und sie können ihnen Hände geben, die operieren und. Ne? Da müssen sie ganz genau programmieren, was sie da tun. Aber der Computer wird von sich heraus, von innen heraus, keine Energie bringen. Er wird von innen heraus nichts Neues kreieren können. Er kann einige Sachen zusammenbasteln, sicherlich, und dann sieht das so aus wie neu. Ne? Aber er kann nicht das, was der Mensch kann, kreativ sein, göttliche Schaffenskraft haben. Künstliche Intelligenz wird nie, 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 und das versichere ich, nie Bewusstsein haben. Das kann man nicht programmieren. Das ist nämlich nicht da. Ich aber und alle Menschen haben Bewusstsein und können kreativ sein, immer wieder etwas Neues erschaffen. Und sie können auf dem blauen Weg ihre Probleme lösen, weil innen und außen sich energetisch spiegeln. Das stellte ich immer in bestimmten Bildern dar, in Bäumen, in Baumstruktur. In der Baumstruktur stellte ich dar, wie das Universum sich erst einmal entfaltet. Das Universum stellte ich als Null dar oder als Farbe, eben Grau. Im Grau ist alle Farbe enthalten, aber noch nicht da. Und dann teilt sich dieses Grau zunächst einmal in seine ursächlichen Gegenteile, in Weiß und Schwarz. Wenn ihr Weiß und Schwarz mischt, dann gibt es wieder Grau. Und dann teilt sich das wieder, aber verbindet sich gleichzeitig auch, vernetzt sich miteinander in neue Gegensätze und noch neue Gegensätze und noch weitere neue Gegensätze, die ineinander vernetzt sind, bis es irgendwann Dasein gibt. Etwas, was man forschen und entwickeln kann. Im Gehirn passiert aber nur Folgendes. Da gibt es Plus und Minus. Und diese vielen Vernetzungen in unserem großartigen Gehirn führen zu den unterschiedlichsten Spannungszuständen, die sich in unserer Umwelt widerspiegeln. Der Spiegel ist in fast allen Mythologien immer so was ganz Magisches. Ja, vieles wird in Form von Spiegel dargestellt. Ne? Der Spiegel ist etwas Magisches, hat etwas mit Zauberei zu tun und ist doch irgendwie wahnsinnig interessant. Der Spiegel, den die Menschen erschaffen haben, also mit Silber, Jodid oder Chlorid oder was weiß ich, ja, mit Silber hinten beschichtet, können wir vorne reingucken, dann sehen wir uns selbst. Dieses Selbstsehen ist ein Teil der Selbsterkenntnis des Menschen, sich im Spiegel betrachten zu können. Babys brauchen ein paar Wochen, bis sie das können, bis sie sich selbst da drinnen im Spiegel erkennen können. Und dann freuen die sich, sie haben sich selbst gesehen und dann können die gar nicht genug kriegen vom Spiegeln. Ja? Es gibt auch einige Tiere, die meisten Tiere können das nicht, einige Tiere, die auch sich selbst im Spiegel erkennen können. Aber wenn ihr zu Hause eine Katze oder einen Hund habt, der wird im Spiegel immer nur einen anderen sehen und glaubt, das ist ein Feind und wird versuchen, mit dem irgendwie in Kontakt zu kommen. Der Hund oder die Katze erkennen sich im Spiegel nicht als selbst. Ein Affe kann das wohl. Es gibt einige Vögel, die das wohl auch können. Ja, Vögel sind hochintelligent. Den Spiegel der Umwelt zu begreifen, das ist eine nächst höhere Stufe der Selbsterkenntnis. Alles, was in mir stattfindet, spiegelt sich in meiner Umwelt wider. Nicht in der Form wie im Glasspiegel, sondern in einer viel, viel komplexeren Form. Wenn ich also ein Problem habe, einen negativen Anfangszustand, dann habe ich den ja. Ich. Niemand anderes. Nur ich habe dieses Problem. Und meine Lösung ist ganz individuell. Mein positiver Endzustand, der muss für andere überhaupt nicht so stimmen. Es ist meiner. Und wenn in mir dieses Problem da ist, und das ist ja in mir, ich fühle ja dieses Problem, ich habe es ja in Konfrontation mit meiner Umwelt, wenn ich mein Problem innerlich löse, auslösche und damit einen positiven Endzustand erreiche, in mir und damit auch in der Umwelt, ist das nicht zu sehen.
Es ist kein Beweis da. Als Beispiel, ich habe zu wenig Geld gehabt. Zu wenig Geld kann ich definieren in einer Summe, ich hätte gerne 20 Millionen Dollar, also die hatte ich nicht, aber ich hätte sie gern gehabt. 20 Millionen Dollar, das würde mich retten, denn ich hatte ja kein Geld. Und ja, ich brauche schon viel Geld, um mir ein neues Haus und ein neues Auto und ein neues Leben zu kaufen und weit weg auf eine Insel ziehen. Ja, lasst mich doch alle mit euren Problemen in Ruhe. Mit dem Geld könnte ich all dem Leid der Welt entfliehen. War der positive Endzustand. Da kam ich ja nicht hin. Wollte ich dann auch nicht mehr. Aber ich habe diesen negativen Anfangszustand durch paradoxes Denken, ständiges paradoxes Denken, mich immer wieder damit zu beschäftigen, aufgelöst. Ich habe jetzt keine 20 Millionen Dollar, braucht er bei mir nicht einzubrechen. Ich habe jetzt das innere Gefühl, genügend Geld zu haben. Ich habe auch materiell genügend Geld, aber es ist nicht viel. Es ist genügend. Und das sind Definitionen, die kann man nicht in Werte fassen. Ja, ich kann nicht sagen, genügend sind jetzt 1.000 Euro oder 50.000 Euro oder 500.000 Euro. Das ist nicht genügend. Genügend ist, wenn ich zufrieden bin, wenn es mir genügt, wenn ich auch keine Zukunftsangst haben muss, wenn ich, was ich hoffe, dass ich morgen noch lebe, morgen auch noch gut leben kann, wenn mir also diese Angst genommen ist, die ich damals hatte, dann habe ich mein Ziel erreicht. Es ist nicht messbar. Es ist auch nicht sichtbar. Ich kann nur sagen, es ist so. Ich habe es so empfunden. Das ist der blaue Weg. Aus der Spannung, aus der negativen, problembehafteten Spannung, dessen, was ich nicht habe, das muss jeder für sich selber herausfinden. Ja? Das hatte ich vorhin schon gesagt. Das, was ich nicht habe, ist bei jedem Menschen anders, auch wenn wir alles immer in Geld packen wollen, ne, weil wir uns damit so viel kaufen wollen. Aber das meiste Wohlsein können wir uns nicht mit Geld kaufen. Und der positive Endzustand ist nur, dass diese Spannung nicht mehr da ist und weil ich und meine Umwelt in so einer Spannungsproblematik leben, ja, und ich diese Spannung auflöse, ist die nicht nur in mir aufgelöst, sondern auch in meiner Umwelt. Meine Umwelt hat sich seither gravierend und rapide verändert. Auf diesem Weg bin ich ganz, ganz neue Umweltbedingungen eingegangen. Das hat sich geöffnet für mich. Plötzlich öffneten sich Türen. Plötzlich öffnete sich für mich wieder eine neue Welt. Und ich weiß und weiß es ganz genau, dass das was mit dem paradoxen Denken zu tun hat. Ich kann es nicht beweisen. Das ist das, was ich euch mitgeben will vom blauen Weg. Beweisen könnt ihr es anderen nicht, dass ihr den blauen Weg gegangen seid. Für mich ist es schon schwierig genug, das genau so zu erklären, dass es hoffentlich verstanden wird. Wenn ihr es nicht verstanden habt, schreibt es mir, dann wiederhole ich das nochmal in einer Form, die ich dann vielleicht besser verständlich darstellen kann. Zur kurzen Wiederholung, ihr müsst wissen, was ist wirkende Kraft, was ist die Menge aller Mengen, alles, nichts steht in einer großen Spannung. Diese Spannung entfaltet sich wie ein Baum. Da gibt es die ersten Äste, das ist die Grundpolarität, das Innen und das Außen. Dann gibt es weitere Äste und Verzweigungen und Vernetzungen miteinander. Das ist dann die stoffliche, materielle Erscheinung, die wir haben, die immer zwischen Innen und Außen in Spannung geladen ist. Und wir können bestimmte Spannungen darin einfach auflösen, nämlich die, die uns nicht gefallen. Wenn mir was nicht gefällt, wenn ich ein Problem habe, kann ich dieses Problem auf dem roten Weg lösen, ja, nicht genügend Geld, ich raube eine Bank aus und so weiter, oder ich löse sie auf dem blauen Weg, auf dem paradoxen Weg, indem ich dann das Gefühl habe, genügend Geld zu haben. Die Sicherheit, es ist immer genug da. Soweit zum Geld. Soweit zum Problem lösen auf dem blauen Weg. Wir sehen uns sicherlich irgendwann wieder. Ich weiß nicht, was das nächste Video beinhalten wird, aber es wird sicherlich eines geben. Bis dahin wünsche ich euch viel Freude im Leben, wenig Probleme und wenn ihr Probleme auf dem blauen Weg lösen wollt, also dass ihr das einfach mit mentaler Arbeit, natürlich müsst ihr arbeiten, ohne dem geht das nicht, ja? Also mit mentaler Arbeit auflösen wollt, dann folgt mir weiterhin. Bis dahin, alles Gute und tschüss.